Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rollercoaster Tycoon. Wir haben ja in der letzten Folge, in den letzten Aufnahmen, das Level Whitewater Park geschafft. Und jetzt beginnen wir mit, wie schon angekündigt, mit dem Level Paradise Pier 2. Ich habe ja gesagt, der Abstimmungsmodus für das nächste Szenario ist ein bisschen geändert worden. Ihr könnt damit im Prinzip nur noch jedes zweite Szenario entscheiden. Aber das hat einfach den Grund, dass ich so mehr vorproduzieren kann. Ich kann sozusagen in der Zeit, in der die Abstimmung für das nächste Szenario läuft, schon ein anderes Szenario spielen und damit auch regelmäßiger hochladen, und ich muss dann halt nicht warten, bis ein neues Szenario von euch bestimmt worden ist. Ich bitte dafür um Verständnis. Ich denke mal, ihr versteht das, und daher geht es jetzt hier Paradise Pier 2 los. Ist auch nur ein kurzes Level, Oktoberjahr 2. Paradise Pier hat sein Netz von Spazierwegen über den Meer erweitert. Sie sollen den Park erweitern, indem sie den neu gewonnenen Platz nutzen. Mindestens 1200 Besucher bis Ende Oktoberjahr 2 im Park, sowie eine Parkwertung von 600. Das ist ein absolut realistisches Ziel. Oh nein, freier Eintritt. Da sieht das schon wieder komplett anders aus mit dem realistischen Ziel. Aber das heißt, wir können da ordentlich mit die Fahrpreise hochhauen. Und jetzt gucken wir uns den Park erstmal von oben an. So sieht er aus. Also viel gibt es da noch nicht. Ich sehe da eine Mini-Achterbahn, ein Riesenrattenkarussell, ein Twister dort oben. Was ist das? Ein Enterprise, glaube ich. Genau. Und eine Baumstammfahrt. Baumstammrutsche, a.k.a. Wildwasserbahn. Genau, damit fangen wir jetzt erstmal an. Wir checken erstmal die Situation hier. Ein Mechaniker, ein Hilfskraft ist mir ein bisschen zu wenig. Ich gehe gleich mal direkt hier auf die üblichen 5, die wir immer haben. Das gönne ich mir jetzt einfach mal. Das Gefährliche an dem Level ist, wir müssen aufpassen, dass wir hier keine Leute ertränken. Das wäre nämlich blöd. Aufseher mache ich mal noch nicht. Und damit die Leute hier nicht überall rumspraddeln, mache ich jetzt erstmal... Ach ne, wir gucken erstmal hier die Eintrittspreise an. Eine Mark ist in Ordnung. Was ist das mit der Baumstammrutsche? 3,50 ist auch gut. 3,70. Okay, wenn die es bezahlen und sich dafür anstehen, ist es in Ordnung. Enterprise 2 Mark... Bootsverleih hat 1,10. Das sind aber komische Preise. Und beim Twister haben wir eine Mark. Okay, gut. Das ist schon mal ein Anfang. Ich kloppe nochmal überall die Musik rein. Wie es sich gehört. Ihr wisst das ja, dass ja die Musik ein elementares Bestandteil dieses Spiels ist. Und jetzt mache ich das, was ich vorhin machen wollte. Ich hoffe, es geht schon. Ah, genau. Ich möchte gerne die Wege, wo die Leute jetzt noch nicht lang rennen sollen, sperre ich einfach mal ab. Gäste verlaufen sich, da kommen nicht weiter. Was ist da das Problem? Ich habe mich verlaufen. Genau deshalb sperre ich auch die Wege ab, damit die Leute hier nicht so querbeet die Wege ablaufen, wo im Prinzip es gar keinen Grund gibt, lang zu laufen. Ach so, da muss ich offen lassen, weil die sonst nicht zu der Attraktion kommen. Und wenn die Leute weg sind, dann denke ich mal, könnte ich mir auch vorstellen, die immer so ein Schwegstück abzureißen, dass da auch die unsere Mitarbeiter nicht langkommen. So, jetzt sind die auf diesen Weg hier beschränkt, wie ihr seht. Und das wird sich dann nach und nach leeren. Und ja, nochmal eine Entwicklung haben wir mal heraus hier. Maximal. Maximale Entwicklung wie immer, und dann, ja, gucken wir mal. Ich stelle mir bei der Baumstammrutsche die Frage, ob die auch 4 Mark bezahlen würden. Wir gucken einfach mal, weil ich denke mal, das Spiel ist so gebaut, wenn es keinen Eintritt gibt in den Park, dann bezahlen die Leute auch ein bisschen mehr für die Attraktion. Daher mache ich erstmal eine kleine Erhöhung. Ich glaube, die Warteschlange für die Achterbahn, die könnte man auch noch ein Stück länger bauen. Karussell, eine Mark, das lasse ich mal. Da ist eh die Erfahrung, dass das dann am Ende
eh nicht mehr so toll ankommt. Und hier beim Enterprise, ja, lasse ich es mal bei 2 Mark. Die Leute rennen nicht weg und das heißt, dass es anscheinend angenommen wird. Oder wie ist hier beim Enterprise die Lage? Ist das Geld wirklich wert? Okay, die Leute sagen, es ist in Ordnung. Jetzt mache ich hier nochmal die Wartezeiten weg hier. Achso, warte mal, das mache ich am besten über das Menü, da geht es schneller. Viertel voll fahren reicht. Also diese ganzen und natürlich alle 10 Minuten checken. Weil bei diesen Leveln mit ohne sozusagen Eintritt das Geld, da kommt es drauf an, dass wir hier ein bisschen Kubik machen. Am Anfang, bisher haben wir Gewinn, wir haben ja immer 10.000 Kredit am Start und da sind wir jetzt 300 drüber. Bootsverleih, ja gut, 1,50, ich probiere es mal aus. Wenn die Leute sich dann beschweren, dann müssen wir es halt wieder runtersetzen. Wenn die Leute sagen, bitte da ja vom Fritz. Tja, da komme ich auch gleich zum Thema Weihnachtsmarkt. Das war ja auch so, Toiletten kommen. Aber wenigstens die Toiletten mache ich kostenlos. Weil die Weihnachtsmarktpreise sind ja auch nicht gerade, naja, preiswert, wenn man schon eine Bratwurst 3 Euro bezahlt. Ich meine, das geht natürlich noch. Also relativ betrachtet natürlich, in der Glühwein kostet auch 3 Euro. Das ist natürlich die Sache, die Leute sagen, oh, das ist aber teuer, aber ihr müsst auch berücksichtigen, dass auf dem Weihnachtsmarkt der Eintritt frei ist. Ich reiße jetzt hier mal die Wege ab, dass die Leute hier nicht, und dass das Servicepersonal hier nicht langläuft. Also wie gesagt, klar mögen die Preise vielleicht gefühlt teuer sein, 3 Euro für eine Bratwurst. Also ich habe mir damals, beziehungsweise am Donnerstag, so eine Meter Bratwurst in so einem großen Baguette für 4,50 gekauft. Das fand ich eigentlich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber wo ich darauf hinaus will, ist, ihr zahlt ja für den Weihnachtsmarkt keinen Eintritt. Also prinzipiell sollten Weihnachtsmärkte ja eigentlich kostenlos sein, bis auf einige Ausnahmen. Aber ich denke mal, dafür, dass man dort kostenlos lang gehen kann, kann man auch mal, naja, 3 Mark für eine Bratwurst oder 5 Euro für einen Langosch bezahlen. Wobei das eigentlich fast schon Standardpreise, die zahlt man auch schon auf dem Jahrmarkt. Ich würde gerne die Warteschleife der Achterbahn ein bisschen länger machen. Jetzt, oh, jetzt war gerade die Chance, das abzureißen. Dann hat es mich dort verrissen. Oh, jetzt geht das wieder nicht. Nee, da will ich nicht hin. Ja, dieses Wegbau-Dingens ist ein bisschen ätzend hier gemacht. Das haben sie nie gut umgesetzt. Dass das hier immer automatisch gleich ankettelt. Ich mach das einfach mal so hier. Nee. So, und jetzt muss ich nur noch dort irgendwie mal einen geeigneten Zeitpunkt finden. Vielleicht klappt das ja hier mit einem Trick. Ich setze das Schild drüber und sperre das ab, dann kommt da erstmal keiner rein. Und wenn die Warteschlange leer ist, reiße ich hier unten das Stück ab und baue die dann dran. Genau, so machen wir das. Ganz einfacher Trick. Was kann man als nächstes? Eine Zirkusvorstellung. Okay, das brauche ich auch nicht unbedingt. Kann man sich eigentlich irgendwie Land kaufen? Ich glaube nicht. Das sollte eigentlich genug sein, oder? Wo ist denn hier die Grenze? Sehe ich das richtig? Das ganze Parkland hier hinten? Bis hier hinter, oder? Nee. Hä? Wo ist denn hier die Grenze? Sieht man gar nicht. Kann
kann ja eigentlich bloß eins daneben sein, oder? Ja, doch, so ein bisschen geht das hier noch rein. Vier Wegteile. Okay, gut, weiß ich Bescheid. Genau, jetzt ist das hier endlich leer, die Warteschlange. Jetzt können wir das Rekont abreißen und dann einfach so verbinden und dann... So. Genau, so ein bisschen Gewinn machen wir hier schon. 500 Besucher haben wir im Park, das läuft schon mal. Ich werde mal hier bei der Baumstammrutsche mal wieder unser Zeitdingens einstellen. Wie viele Boote sind das? 12 und die Fahrzeit ist 4 Minuten 24. Da müssen wir kurz ausrechnen, wie ab wie vielen Minuten da immer eine Bahn fahren muss, damit das ausgeglichen ist. 4 mal 60 sind 240 plus 24 sind 264 durch 12 sind 22. Also alle 22 Sekunden lassen wir hier jetzt mal ein Boot fahren. So. Und ich würde sagen, die Höchstwartezeit nehmen wir dafür raus, dass es wirklich immer exakt 22 Sekunden sind. Das braucht jetzt aber auch ein paar Durchläufe, bis sich das einspielt. Und bis dahin... Guck mal, die Warteschlange für die Achterbahn ist voll. Ob die auch 5 Mark bezahlen? Ich reiz das mal aus und bei der Baumstammrutsche gehe ich auch auf 5 Mark. Also es scheint aber angenommen zu werden, der Preis. Er ist den Leuten anscheinend nicht zu teuer, weil man braucht bei solchen Leveln mit Park, mit Attraktionseintritt einfach zwei, drei Attraktionen, die man schön vom Geld her ausreizen kann. Ich meine, jetzt hier so ein Zirkus, wie wir jetzt hier haben, wird wahrscheinlich eh kein... Oh, wir haben die Baum... Die Rutschspirale, die wird auch Geld bringen. Die bauen wir auch gleich noch. Gucken wir erstmal, was war... Oh, 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 oh. Ich sag bloß eins hier. Shuttle Loop. Das haben wir. Genau, das auch. Ein paar Fressbuden. Hier ist die Pommesbude. Einen Infostand brauchen wir noch. Aber erstmal die Rutschspirale, die kommt auch immer exzellent an. Wie ihr seht, und jetzt ist natürlich blöd, dass man das hier nicht irgendwie hochbauen kann auf irgendeine Ebene. Ach nee, doch, da hat es automatisch jetzt eins hochgebaut. Ach, das ist ja cool. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das so ist. 1,50, na komm, rutsche 2 Mark. Wir probieren es mal mit 2 Mark aus. Und ich mache aber auch eine Einzelfahrt, weil hier geht es um alles... Da kann ich ja nichts schenken, nichts her schenken, von wegen hier unbegrenzte Fahrt pro Ticket. Das geht dann hier nicht. So, die ersten Leute wiegeln ab bei der Rutsche. Achso, die fahren damit nicht, wenn es regnet. Ach, ich glaube, wir sollten dann auch mal eine Info bauen, wo die Leute Regenschirme kaufen können. Am Eingang die Info. Zack. So, da können sie jetzt Regenschirme kaufen. Ich setze mal die Farbe rot. Standardfarbe. Hier sind die Toiletten. Die Pommesbude ist da. Und dann baue ich da gleich nochmal einen Getränkestand daneben. Damit die Versorgung mit erfrischenden Getränken auch gegeben ist. Kaffeestand stelle ich hier hinten hin einfach, neben die Wildwasserbahn. Und dann bohre ich hier hinten um eine zweite Toilette hin. Und dann denke ich mal, müsste das erstmal reichen. Oder? Dann haben wir hier eine Toilette. Da ist eine Toilette. Ach nee, ich bohre einfach hier oben nochmal eine hin. Drei Toiletten. Lieber eine zu viel als eine zu wenig. Wie ich immer so schön zu sagen pflege. So, drei Toiletten ist in Ordnung. Infostand direkt am Eingang. Getränke, was zu essen. Ja, das sollte eigentlich jetzt gut sein.
Ach komm, wisst ihr was? Ich baue einfach